Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Ich habe ja vor Ewigkeiten mal die ersten beiden Baphomets Fluchteile gespielt und auch den fünften ja schon hinter mich gebracht und habe mir jetzt gedacht, ich möchte, nachdem die Bildqualität und Tonqualität der ersten beiden Teile nicht unbedingt die beste war, nochmal einen Baphomets Fluch Remastered machen, zwar Revisited, Remastered ist es auch im Grunde genommen, habe mir dafür den Director's Cut des ersten Teils ausgesucht. Hab den auch schon ein bisschen öfter gespielt, also ich glaube zwei oder drei Mal. Und ja, hat das in einem Trackmania-Video schon angekündigt und möchte euch jetzt einfach wieder mitnehmen. Ich hatte schon mal angefangen, deswegen steht hier Fortsetzen nicht untergraut. Da gab es aber so leichte Probleme. Ich spiele das Ganze hier im Fenstermodus, also nicht wundern, wenn ihr rechts und links das Logo von Baphomets Fluch eingeblendet seht. Hat einfach den Grund, das Spiel läuft in 4:3. Ich kann auch hier, wenn ihr in den Optionen mal guckt, Bildschirmauflösung nicht wirklich was ändern. Und würde sagen, ich gehe mal einmal zurück und dann sagen wir einfach mal neues Spiel. Paris. Stadt der Liebe, Romantik und Träume. Sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Revolution. Eine Charles Cecil Produktion. Baphomets Fluch, The Director's Cut. So, die Namen lese ich jetzt nicht alle vor. Im Grunde genommen ist es der erste Teil mit etwas erweiterter Story, das werdet ihr im Laufe des Spiels noch sehen. Und mit einer etwas anderen Optik. Es sind Original-Spielszenen teilweise noch mit drin. Bei Unterhaltung hat man dann aber oben links und oben rechts, je nachdem, noch kleinere Einblendungsfenster, wo man die Charaktere nochmal im Close-Up sieht. Und das haben sie damals, glaube ich, gemacht für die Android-Version, kam aber im Endeffekt auch für den PC raus. Und jetzt... Ich liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collar, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal, sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja genau, den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt, ausdrücklich. Frag mich nicht, warum. Egal, könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln, ja sagen und weiter mitschreiben. Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Cachon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomimen. Aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie ab. Da bin ich also. Der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird Ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Cachon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Nach einer Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an.
Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott! Was? Monsieur Cachon. Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. Richtig. Also wir werden nicht auf die Polizei warten. Wir werden das hier alles in die eigene Hand nehmen. Ja, das mit dem Mauszeiger über dem Bildschirm, das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Heißt im Grunde genommen einfach nur, dass man, wenn man Sachen aus dem Inventar nehmen will, das Ganze festhalten muss. Muss dazu sagen, die Szene ist im Originalteil nicht drin. Das setzt quasi vor dem eigentlichen Beginn von Baphomets Fluch im Café an, also bevor die Bombe explodiert. Oh, Nico ist auch schon müde. Wir werden uns jetzt einfach mal die Leiche angucken. Entschuldigung. Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen. Und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. Ja, nenn du ihn mal schön Kostümmörder. Was ich auch finde, was nicht so ganz zusammenpasst, ist quasi diese Ansicht mit dem davorherigen Bild. Also da hätte man sich irgendwie auf einen Stil einigen sollen. Das sieht schon irgendwie zu modern aus für einen Baphomets Fluch, finde ich. Also zumindest für Baphomets Fluch 1. Seine leblosen Augen starren regungslos ins Nichts. Ja, machen wir einfach mal seine Augen zu. Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. So, was haben wir da oben noch? Da seht ihr auch zum Beispiel... Auch zum Beispiel hier die Jacke. Hotspots werden angezeigt. War im Originalteil auch nicht so. Nehmen wir jetzt einfach hier. Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Ja, da hast du auch den kleinen Fehler gemacht, einfach dicht an den Mörder ranzugehen. Also das hätte ich in der Situation irgendwie gar nicht gemacht. Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. Ja. Cachon wurde erschossen. Ein nekrophiler Freund, oder? In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ach, stell dich nicht so an, Nico. So, hier haben wir alles gesehen. Wie gesagt, also ich habe das Spiel schon gespielt, also ich weiß so ungefähr, was ich machen muss. Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die allerletzte Feinheit, aber ich weiß schon ungefähr, was ich da mache. Eine Büste von Pierre Cachon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Ja, gucken wir uns die zweite Büste auch nochmal an. Schon wieder Pierre Cachon. Seine Augen scheinen jeder meiner Bewegungen zu folgen. Gespenstisch. Ja, muss auch ein ziemlicher Egomane gewesen sein, dass er zwei Büsten von sich selber hier rumstehen hat. Bewegen wir mal einmal kurz den Vorhang. Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Definitiv. Das hat der Pantomime angerichtet. Es sei denn, die Katze ist auch in die Sache verstrickt. Also die Katze möchte ich sehen, die in der Höhe ein kreisrundes Loch in eine Scheibe schneiden kann. Ich will mich nicht schneiden und Blutspuren am Glas hinterlassen. Mag sein, dass ich da altmodisch bin, aber ich behalte meine DNA lieber für mich. Ach, Nico, stell dich nicht so an.
So, gehen wir kurz nach draußen. Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Das würde mich jetzt bei Baphomets Fluch nicht unbedingt wundern, wenn man teilweise bedenkt, was George oder auch Nico im Laufe der Spiele schon alles in ihre Taschen reingesteckt haben. So, dann haben wir hier noch... Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Ja, gucken wir uns erstmal den Wandteppich an. Eine mittelalterliche Prozession. Zweifellos ein Original. Die Wandteppiche müssen ein Vermögen gekostet haben. Ja, da gehen wir von aus. Ich weiß jetzt nicht, was so ein Wandteppich kostet, aber... Eine wunderschöne Tischdecke liegt auf dem Tisch. Sie ist mit einem ungewöhnlichen Kreuz bestickt. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. So, dann haben wir hier ein kleines Loch. Da haben wir ja schön was... Ja, ist ja gut. Da haben wir ja schön was gefunden, was wir da mit benutzen können. Aha, Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Ja, ich bin aber auch nicht schlecht. Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Das heißt aber nicht Bullen, Nico. So, dann haben wir hier noch ein schönes Bild. Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Du bist ja fies. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton Französisch Ultramarin. Ja, wollte ich auch immer schon mal haben. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist... Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Ja, finde auch schön, dass Ihre Stimme gerade so ein bisschen klang wie von einem alten Kassettendeck. Also da ist teilweise auch so ein bisschen was im Argen mit diesem Director's Cut. Also, ihr werdet jetzt auf die Dauer des Spiels schon feststellen. Was ich auch sehr lustig fand, war vorhin, als ich die Dubi hier nehmen wollte, sah das aus, als wenn die Maus Nico einfach mal stumpf in den Arsch kneift. Verzeihen Sie, Madame. Ja? So, hier haben wir wieder das altbekannte, altbekannte Unterhaltungs... jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Unterhaltungslayout. Hier unten haben wir so ein paar Teile. Das stand normalerweise, glaube ich, unten drunter. Das waren die Gegenstände, die man im Inventar hatte. Und hier die Gesichter. Da kann man dann über die einzelnen Personen sprechen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Personen an. Ich gehe auch hier wieder so vor, dass ich quasi alles abfrühstücke. So weit wie möglich. Und ich fange mal oben links an. Das müsste der Pierre Cachon gewesen sein. Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Was hat die denn für ein Bild von Journalisten? Warum wollte Ihr Mann mich sehen? Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Ja, sag mal, manchmal ist es wirklich besser, nicht zu wissen, was die andere Person macht. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Oh, ein Womanizer sogar? Warum sollte ein Pantomime ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen? Manchmal ja. Ja, darum mache ich ja diesen Job. Quatsch, Sie wollen doch nur Ihren Namen auf der Titelseite sehen. Schön wär's. Aber in der Autorenzeile steht mein Redakteur, ich mache nur die Drecksarbeit. Erwarten Sie jetzt aber bitte kein Mitleid, ja? Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen?
Freunde, Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin, das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt, mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln, nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ja, ich bin lieb. Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte. Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf Ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Bitte, Sie schulden es ihm. Also, ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Sie haben wirklich ein Gewissen, oder? Ich vertraue so wenigen Menschen. Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass Sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, Sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Ja, dann. Vielen Dank. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. So, dann werden wir uns da gleich mal ein bisschen umgucken. Was ihr auch gerade vielleicht gemerkt habt bei dieser Unterhaltung, die Personen haben den Mund bewegt, aber oben diese Bilder, die waren einfach nur stocksteif. So, dann wollen wir uns mal das Zimmer angucken. Lalala, darfst auch gerne ein bisschen schneller laufen, Nico. So. Nee, Quatsch. Haarklammer brauche ich ja nicht, ich habe ja einen Schlüssel. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Ja, dann betreten wir das Zimmer mal. So, wir könnten natürlich hier jetzt auch ein bisschen auf Grand Dame machen. Gucken, was Nico dazu sagt. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um mich auf das Sofa zu legen und meine Marie-Antoinette-Nummer abzuziehen. Auch wenn die auf Partys immer ganz toll ankommt. Besonders bei schwulen Jungs. Frag mich nicht, warum. Warum? So, dann schauen wir uns das Bild hier mal an. Das Gemälde zeigt die Carchons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. So, dann wollen wir den Knopf mal drücken. Wie ihr merkt, ich habe das Spiel halt schon mal gespielt und dementsprechend, na, drücken wir da einfach mal drauf. Es gibt ein ganz leises Klicken. Dann machen wir das Bild mal von der Wand weg und kiek, ein Tresor. Hinter dem Bild ist ein Safe. Ja, wir könnten natürlich jetzt auch ein bisschen am Rad drehen, aber brauchen wir ja nicht. Wir haben ja den Schlüssel schon gefunden. Und dann nehmen wir das Ding da einfach mal raus. Im Safe liegt eine Art Artefakt. Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Klauen. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Carchon ist es inzwischen egal. So, dann klappt das Bild mal wieder zurück. Ich meine, wir wissen ja, beziehungsweise wir haben ja mittlerweile schon was zum Drucken. Wir haben eine Farbe, wir haben die Walze. Problem ist aber, wenn man jetzt sagt, schmier das mal bitte auf die Walze, dann wird sie das Ganze verneinen. Wenn ich die Farbe direkt auf den Zylinder schmiere, gibt es eine Riesensauerei. Sie kommt überall hin. Und deswegen nehmen wir einfach mal die Tischdecke. Ich schmiere die Farbe über die ganze Tischdecke. Wenn ich schon Dreck mache, dann auch mit vollem Körpereinsatz. Ich hoffe, das hilft. Solche Spitze wird heute einfach nicht mehr hergestellt. So, dann einmal da bitte. Ich wische mit dem farbverschmierten Tuch über die Oberfläche des Steinzylinders. Da fällt mir direkt wieder unser Kunstunterricht in der Schule ein. Und Maurice, unser toller Kunstlehrer. Eine Schande, dass sie ihn rauswerfen mussten. Hey, konzentrier dich gefälligst, Nico. Das mag besser sein, wenn du dich jetzt mal konzentrierst. Man hätte das natürlich auch auf eine andere Weise machen können, die zeige ich euch auch noch.
Wie zu erwarten war, ist auch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gähn. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Man hätte nämlich auch die Farbe jetzt in dieses Kästchen hier reinstecken können, da dann die Walze durchjagen und das Ganze dann hier übers Löschpapier. Aber den Weg haben wir uns jetzt gespart. Wir können das einfach so übers Löschpapier ziehen. Genial! Die Walze und die Farbe funktionieren genau, wie ich es geplant habe. Aber was steht jetzt da? Da steht Sub Judice SDSSDSS. Das ist keine Veranstaltung von Stefan Raab, das weiß ich schon mal. Eine Geheimbotschaft ist auf das Löschpapier gedruckt. Das ist eine verschlüsselte Botschaft. Da steht Unterricht. Ich habe ja nicht viel gelernt als Journalistin, aber eins weiß ich. Unterricht schreibt man normalerweise ohne Bindestrich. Die Buchstabenfolge darunter ergibt auch keinen Sinn. Plötzlich wird mir klar, was für eine Verbindung zwischen dem Bootsfahrschein und der verschlüsselten Nachricht besteht. Auf dem Fahrschein steht Bateau de la Conciergerie. In der Conciergerie auf der Île de la Cité, unten im Fluss, befand sich einst der Gerichtshof. Also könnte man Unterricht in diesem Fall einfach wörtlich nehmen. Unter den Richtern. Unter dem Gericht. Unter der Conciergerie. Ja, wenn man sich in Paris denn soweit auskennt, ich bin noch nie da gewesen und kenne mich dementsprechend auch nicht aus. Aber wenn Nico das sagt, wird das wohl stimmen. Sie lebt da ja schon ein bisschen länger. So, dann schauen wir uns den Schreibtisch nochmal genauer an. Da haben wir noch so eine komische Lampe oder was das sein soll. Und einen Elefanten. Der wird auch im Laufe der Story nochmal ein bisschen was an Wichtigkeit gewinnen. Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Carchon meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Oder er hat einfach das Ding irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft, Nico, ne? Na, nehmen wir den einfach mal mit. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. Ich bin sicher, dass ich hier alles gefunden habe, was zu finden ist. Und außerdem packt mich angesichts des ganzen Prunks hier die Sehnsucht nach meinem normalen, ärmlichen Leben. Das ist eine Riesenstory. Es ist ein mörderisches Puzzlespiel, bei dem noch eine Menge Teile fehlen. Aber ich werde es zusammenbekommen. Und wenn ich mich noch an den Namen dieses berühmten Preises erinnern könnte, den man bekommt, wenn man ein Spitzenjournalist ist. Auf jeden Fall werde ich den dieses Jahr auch abräumen. Also möchte Nico einen Pulitzer-Preis gewinnen. Ich finde es aber auch schön, dass sie dann sagt, hier gibt es nichts mehr zu finden. Was ist das hier eigentlich? Lichtschalter, ne? Ich brauche kein Licht anzumachen, es ist schon hell genug. Okay, wollte ich nur noch mal sicher gehen. Dann würde ich sagen, verlassen wir die Wohnung jetzt. Ich weiß gar nicht, wollte sie sich noch verabschieden, oder? Ich kann nicht einfach gehen, ohne mich von Imelda zu verabschieden. Och, kannst du theoretisch schon. Haben Sie etwas Hilfreiches gefunden? Diese Schnitzerei. Was wissen Sie darüber? Sie gehörte Pierre. Was hat denn eine Statue mit... Bitte, ich muss es wissen. Er bekam sie von einem Freund. Hatte irgendwas mit Afrika zu tun. Mehr hat er Ihnen nicht erzählt? Nein, aber ich glaube, sie war ihm wichtig. Sie war immer ausgestellt. Warum? Mein Vater hat sie geschnitzt. Oh, ich verstehe. Das wusste ich nicht. Imelda, ich werde alles tun, um den Mörder zu finden. Vielen Dank, meine Liebe. Und wenn die Polizei fragen sollte... Keine Bange, sie war nie hier. Unterricht ist der Schlüssel. Ich muss einen Weg unter die Conciergerie finden. Ich werde direkt zu den Kais an der Île de la Cité gehen. Wenn es einen Weg unter die Conciergerie gibt, dann von dort aus. Ja, den gibt's auch. Auf der Île de la Cité, eine Stunde später. Carchon war nicht der Typ, der nur so auf dem Fluss rumschippert. Er hatte einen Grund, hier zu sein. Etwas, das ihn schließlich umgebracht hat. Ja, denke mal, den Grund werden wir dann beim nächsten Mal erörtern.
Für heute soll es gewesen sein. Die Folge war jetzt auch ein bisschen länger, als ich eigentlich geplant habe für diese Folgen. Also muss dazu sagen, ich nehme das ja quasi im Bildschirmmodus auf und habe nebenbei Outer City laufen. Da geht er jetzt gerade bei der Audioaufnahme bei knapp 26 Minuten. Will eigentlich versuchen, das Ganze so auf 15 bis 20 Minuten Parts runterzubrechen. Und ich denke mal, für die erste Folge ist es durchaus angemessen, dass die etwas länger ist. Und naja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn. Ciao.